Miami Yassin ist endlich zurück. Vor einigen Tagen startete er bereits eine Promo-Aktion via Instagram, indem er alle Beiträge löschte und dann ein Suchlot, auf dem nur Kokaina zu erkennen war. Und ein großes Fragezeichen. Da spielt er natürlich mit dem Gedanken, ob dann eventuell Kokaina 2 kommen würde und er sein riesiges Comeback starten würde. Und zumindest löste das bei seinen Fans eine große Diskussion aus. Gestern Nacht war es dann soweit, er veröffentlichte einen Track auf seinem Spotify-Account mit dem Titel Intro Resümee. Ist zwar kein Kokaina 2, aber wie der Titel schon sagt, ein Resümee von dem, was die letzten Jahre so geschehen ist, und das ist ja einiges bei Miami gewesen. Angefangen mit dem Signing bei KMN, dann der Hype um Kokaina und dann ein angeblicher Überfall auf Miami Yassin, der sich 2017 ereignete. Das wird ein bisschen genauer thematisiert, das offenbar ein entscheidendes Erlebnis für ihn und seine Familie war. Womöglich spielt er damit auf die Ereignisse Anfang 2017 an. Dort soll er von Mitgliedern eines berüchtigten Familienclans überfallen worden sein. Im Track heißt es: Freunde und Familie weinten um mich nach dem Überfall und der Kreis wurde immer kleiner, wusste, welche Brüder fallen. Kind von der Straße Miami Yassin ging damals ganz allein in den Krieg, halte mein Wort für die Fans, nach dem Angriff auf mich gab es sein. Und der Rest ist zensiert. Wenn ihr euch den Track anhören wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten haben wir noch weitere News und Videos für euch, die ihr gerne abchecken könnt. Eure Meinung könnt ihr natürlich wie immer unten in die Kommentare reinhauen. Daumen hoch und Abo nicht vergessen, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.